Jetzt wollen wir da wirklich noch mal tiefer mit euch eintauchen und gucken, auch basierend auf dem, was wir gerade gehört haben, was gibt es da für Adaptionsstrategien, die du vielleicht auch jetzt gerade noch oder vielleicht in der nächsten Krise nutzen kannst. Und dafür habe ich Jochen Bloss an meiner Seite und ich darf ihn heute interviewen und sozusagen sein, Mensch würde man sagen, Brainpicking und seine Ideen sozusagen für uns sammeln. Jochen, hi, schön, dass du da bist. So, du bist noch stumm, ich mache dich mal groß. Ich habe es aufgehoben. Okay, sorry. Also, danke für die tolle Ankündigung und auch nochmal danke, Tina. Jetzt sehe ich dich gerade nicht, aber das war grandios, dich wieder mal zu sehen und zu hören. Und ich kann sie nur empfehlen, nicht nur für Bilder, sondern wir haben sie auch für SEO-Schulung gebucht und das macht sie ganz fantastisch. Inhaltlich, methodisch, gar nicht nur weiterempfehlen. Und Tina, ich muss immer dran denken, den veganen Käse, den du mir beim letzten Mal empfohlen hast, der ist jetzt auch immer fester Bestandteil im Kühlschrank. Also Tina hat auch großen Einfluss auf mich schon gehabt. Das wollte ich auch nochmal sagen. Und ja, eigentlich, was wollen wir dem noch hinzufügen, Maxine? Tina hat das alles wunderbar lebendig rübergebracht. Ich bin gespannt. Vielleicht erstmal erste Frage, Jochen, was heißt denn Adaption? Wir haben das so schön betitelt, wer adaptiert, der gewinnt. Aber was heißt denn Adaption für dich? Adaption ist zum einen natürlich der evolutionäre Prozess der Anpassung. Und jetzt will ich nicht Wikipedia zitieren, aber das, was uns Menschen auszeichnet und was uns jetzt mal, ich sag mal, zur erfolgreichsten Spezies gemacht hat, ist, dass wir uns auf alles immer anpassen konnten. So, und Menschen leben am Äquator und leben erfolgreich auf Grönland und auf alles konnten sich Menschen anpassen und das ist so eine Grundeigenschaft von uns und als Unternehmer ist das eine absolute Notwendigkeit, sich anzupassen, weil die Vertriebsstrategie, die vor 2 Jahren funktioniert hat, funktioniert wahrscheinlich jetzt nicht mehr und das Produkt, was du hattest, was du jetzt noch vielleicht erfolgreich hast, das funktioniert wahrscheinlich auch in 3 oder 5 Jahren nicht mehr. Also kann jeder nur mal dran denken, welches Handy er vor 5 Jahren in der Tasche hat oder vor 10 Jahren. So, und dann kann ich jetzt nur mal Nokia erwähnen, mal, wo wir bei Handys sind. Die waren mal Weltmarktführer und haben sich eben eine Anpassung versäumt und schon bist du weg. Also das als unternehmerische Notwendigkeit und auch vom Denken her unglaublich wichtig und das ist das, was uns Menschen auszeichnet. Ja. Lernfähigkeit und Adaptionsfähigkeit. Und Krisen kommen ja auch immer wieder, vielleicht nicht so große Krisen, wie wir es jetzt gerade erleben, aber wenn wir uns mal angucken, wie sich auch der Markt entwickelt, die Entwicklungsrate war viel langsamer noch vor ein paar Jahren, es wird immer schneller und da brauchen wir auch diese Fähigkeit, dass wir uns auch so schnell adaptieren können. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, woran wir denken dürfen, wenn es darum geht, uns selbst bzw. unser Business zu adaptieren? Die Fähigkeiten, ich glaube erstmal, wir gucken auf das größte Problem und das größte Problem sind wir alle selbst erstmal. Also es gab mal einen Werbespruch, ich will so bleiben, wie ich bin, so von du darfst, irgend so eine Diätgeschichte. Und das ist in uns allen Menschen erstmal angelegt. Also erstmal, die Fähigkeit zur Adaption ist groß, aber die Tendenz, immer das Gleiche zu machen und immer wieder auch in den gleichen Mustern zu denken, weil wir alle haben Scheuklappen, das ist immer... Das ist das allergrößte Problem, glaube ich, gegen das wir ankämpfen dürfen. Oder wie Hermann Hesse in seinem wunderschönen Gedicht Stufen, weil da geht es darum, dass du bis zum Lebensende Stufen eben noch gehen wirst. Eine Passage war, kaum sind wir traulich eingewohnt, so droht erschlafen. So, sobald wir uns an irgendwas gewöhnt haben, geht, glaube ich, die Energie raus und wir verpassen vielleicht auch einfach Veränderungen, die am Markt eben passieren. Und weil du es eben auch sagst, es wird immer schneller. Als ich mal vor 20, 25 Jahren BWL studiert habe, ging man noch von Produktlebenszyklen aus, die 5 bis 7 Jahre im Durchschnitt waren. So, 5 bis 7 Jahre, jetzt überlegt mal, welches Auto, welches Handy oder was auch immer, welche Dienstleistung, das gilt genauso für Dienstleistungen. Ja, die Zyklen sind wahrscheinlich jetzt bei 2, 3 Jahren. Ich weiß nicht genau, was die Forschung gerade sagt. So. Und zu Tina. Tina dachte, sie hatte den sichersten Job der Welt. Klar, geheiratet wird immer, aber wer weiß, wie sich das für einen Hochzeitsfotograf ändern wird. Vielleicht gehört es vielleicht in 3 Jahren dazu, dass du auch Panoramabilder aus der Drohne schon machst oder vielleicht das nächstes Jahr schon oder noch 1000 andere Sachen. Also auch da wird sich was verändern. Ich glaube, das Einzige, was sicher ist, ist eben der Wandel. So, 5 Euro fürs Phrasenschwein, sorry, aber ja. Du sprichst aber ein wichtiges Thema an, dieses Thema Mindset.
Weil es ist so leicht zu sagen, okay, es wird schon irgendwie klappen, aber wirklich zu sagen, okay, ich guck mal, wie kann ich noch offener sein, wie kann ich noch mutiger sein, ist so wichtig, wenn es ums Adaptieren geht. Was würdest du denn sagen, was hilft uns oder was hilft auch deinen Coaching-Klienten? Und ich weiß, du bist ja auch teilweise der Mentor auch von Tina. Was hilft denn uns da, diese Offenheit erstmal zu entwickeln oder auch zu merken, boah, ich bin gerade gar nicht offen, weil ganz oft ist es uns gerade gar nicht bewusst, dass wir es nicht sind. Also erstmal ist es sich das einzugestehen, dass wir das alle nicht sind. Ich hatte gerade eben einen Coaching, der hat mich dann jetzt gefragt, was siehst du denn für Entwicklungsschritte bei mir? Oder was könnte Sachen sein, die ich nicht sehe? Also wenn du diesen Gedanken allein schon hast oder den Gedanken zulässt, dann ist das extrem hilfreich. Und fragt euer Umfeld. Also man selbst kann sich ja gar nicht so weit von sich entfernen, um gut von oben auf sich drauf zu schauen. Mhm. Ist eine tolle Übung, geht mal raus und fragt Leute, was kann ich denn gut? So, fragt mal 10 Leute und schreibt ihnen eine Nachricht und ich mache jetzt gerade eine Übung, was sind denn Fähigkeiten, die ich habe? Weil das kommt dann von außen. Also erstmal dieser Wille, sich weiterzuentwickeln, ist extrem wichtig und dann auch sich einen Blick von außen einzuholen. So. Und da finde ich auch immer so eine Expertensicht sehr, sehr wertvoll. Also Freunde, Bekannte auf jeden Fall, auch Kunden, aber auch vielleicht wirklich jemanden wie ein Business Coach oder jemand, der davon Ahnung hat, kann da auch eine wertvolle Expertise mit reinbringen. Was würdest du sagen, Jochen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen oder wir müssen unser Geschäftsmodell erweitern, wir müssen neue Angebote schnüren, uns neu aufstellen oder zusätzlich aufstellen. Wie können wir da rangehen, zu sagen, was ist jetzt das nächste passende Produkt oder welcher Service könnte noch passen? Was würdest du da für einen Ansatz empfehlen? Tja, ausprobieren, lean rangehen und ausprobieren. Weil wenn wir das klassische Produktportfolio, vielleicht kennen manche so diesen Klassiker Boston Consulting Group, diese 4-Felder-Matrix, und dann gehst du halt rein und überlegst dann das Question Mark, also entwickelt sich das weiter und wird das irgendwann mal zum Star und wird das irgendwann mal zur Cash-Cow, mein Produkt. So. Aber 80% gehen in den vierten Quadrant, nämlich Poor Dog, die werden gar nichts. So. Und 20% werden was. Und du weißt ja nie vorher, welche 20% was werden. Oder mal ein Klassiker, Henry Ford, der hat das auf die Werbung bezogen, der sagt, ich weiß, dass 50% meines Budgets zum Fenster rausgeschmissen ist, ich weiß nur nicht, welche 50%. Und so ist das Gleiche wie mit der Produktentwicklung. Ich weiß ja nicht, welche 20% dann funktionieren von meinen Ideen und Ansätzen, aber ich muss halt 100% versuchen anzusetzen, umzusetzen, um dann eben diese 20% zu finden, die vielleicht dann was werden und zum Star und Cash Cow werden. Und da ist halt als nächstes wichtig, wirklich lean ranzugehen, am Markt zu entwickeln und meine Ideen und Prämissen, die ich habe, möglichst schnell zu testen und Leute zu befragen und Kunden, Partner, wie auch immer, versuchen, mit in die Entwicklung reinzunehmen. Weil der schlimmste Fehler ist, und den erlebe ich leider auch immer wieder, gerade auch, ich sag mal, jetzt im technisch angehauchten Bereich ganz häufig, da wird erstmal was entwickelt ein Jahr und dann wird geguckt, wie verkaufe ich das dann. Und das ist falsch. Wirklich ein Minimal Viable Product, diesen berühmten MVP, schnell irgendwie einen Prototypen, der möglichst einfach ist zu bauen und dann zu testen, gibt es da überhaupt einen Bedarf für. Das ist extrem wichtig und halt viele dieser Ideen, um zu gucken, ja, welche können funktionieren. Ja, super wertvoll, danke dir. Wie sieht es denn aus bei euch, die jetzt gerade zuhören? Habt ihr euch anders aufgestellt? Habt ihr neue Services dazugenommen? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt so die letzten Monate gemacht habt, hinsichtlich eures Geschäftsmodells. Ja. Vielleicht ein Aspekt, den ich nochmal reingeben darf, Maxine, sorry. Gibt ja dann zwei Ansätze. Was mache ich denn, wenn ich sage, erstmal muss ich mich neu erfinden regelmäßig und ich muss Sachen ausprobieren. Und das nächste ist dann, wo fange ich an? Und dann gibt es jetzt zwei Ansätze. Jetzt nehmen wir mal Tina als Beispiel. Tina hat jetzt dann, nachdem Hochzeit nicht mehr ging, hat geguckt, was sind meine Ressourcen und Kompetenzen und hat dann zum Beispiel diesen Zahnarzt eben gehabt und noch viele andere Unternehmen. So, man hätte ja, oder wenn jetzt Corona mal ausgeklammert, man hätte ja auch den Entwicklungsweg anders gehen können. Also entweder bist du Expertin für eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Produkt und Tina eben Expertin für Außendarstellung auf Bild und Sichtbarkeit im Web. Aber und das eben für unterschiedliche Zielgruppen, das ist der eine Weg. Oder der andere Weg ist, ich bin Experte für eine Zielgruppe
Und sie hätte ja genauso, jetzt mal Corona ausgeklammert, den Weg gehen können und sagen, hey, ich bin jetzt Expertin genau für meine Hochzeitspaare, dann bin ich Expertin für die besten Fotos im ganzen Lifecycle. Also wirklich von der Geburt, der Taufe, der Konfirmation, Firmung, was auch immer, um den ganzen Lebenszyklus eben meiner Kunden zu begleiten. Das wäre der andere Strang, den man hätte gehen können. Also einmal in diese Richtung und einmal eben breit dann Zielgruppe für Zielgruppe und ich bin Experte für eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Produkt. So, ich diene das mehreren an. Würdest du sagen, die Auswahl, ob jetzt so oder so, ist einfach aufgrund der Leidenschaft? Oder wie kann ich da gut auswählen, in welche Richtung ich mich jetzt erweitern darf oder sollte? Das ist Leidenschaft, das ist Gefühl, so wie ihr euch wohlfühlt. Ich glaube, das ist nur im zweiten Schritt rational. Natürlich guckt man dann auch, wo ist die Kaufkraft und was verdiene ich dann wo in anderen Leistungen. Das muss auch alles mal gerechnet werden, aber erstmal geht es mit Leidenschaft. Ja, super. Wir hatten es gerade schon gehört, Tina sagte, sie hat geguckt, was hat sie denn noch für Fähigkeiten und hat die dann sozusagen als Leistung angeboten. Andere Wege sind natürlich auch, wie du es gerade angesprochen hast, das bestehende Angebot einfach erweitern oder wie in Tinas Fall wirklich nochmal was Neues dazu nehmen, vielleicht nochmal eine Weiterbildung machen. Ich weiß nicht, ich finde manchmal ist es so schwierig, das zu tun, weil man immer wieder gesagt bekommt, du solltest dich auf eine Sache fokussieren und eigentlich so nischig wie möglich sein. Was ist denn dein Stand dazu als Business Coach, der schon ganz, ganz viele Menschen die letzten Jahre auch wirklich begleitet hat? Also natürlich ist Nische wichtig. Und klar, als kleines Unternehmen kannst du eine Nische machen. Aber eine wichtige Innovationsstrategie ist eben dann jetzt wirklich Modifikation, quasi Adaption. Das heißt, du kannst dich ja immer wieder oder du musst dich auch immer wieder neu erfinden. Ich weiß, ich hatte das mal diskutiert im Gesundheitsbereich oder im Wellness. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn du irgendwie Fitnesstrainer, was auch immer warst, dann hast du vor 20 Jahren Aerobic gemacht. Das kauft jetzt kein Mensch mehr. So, keine Ahnung, was jetzt angesagt ist, Zumba oder sonst wie. Aber wenn du in diesem Bereich bist, hast du dich immer weitergebildet, hast ähnliche Sachen getan, die modifiziert. Es hat immer was mit Kondition, Körperbewusstsein, Körpergefühl, was auch immer und Motivation zu tun. Das sind so die Ressourcen, die dahinter liegen. Aber das darf immer wieder neu verpackt werden und neu an den Markt gebracht werden. Und oftmals ist es halt wirklich einfach nur, dass ich das Label austausche und alte Weine neuen Schläuchen. Aber ich muss trotzdem zumindest mal neu verpacken, immer wieder. Ja, die Verpackung ist da so wichtig. Ist sie attraktiv? Ist sie noch marktgerecht oder darf da wirklich was angepasst werden? Ja. Hast du so ein paar, wenn du denkst, so Helden der Krise oder einfach so ein paar Anekdoten, die wirklich jetzt die Krise auch für sich positiv genutzt haben, die du mit uns teilen könntest? Also spontan, wir hatten ja hier Robin mal von der Entrepreneur University. Ja, genau. Tolles Interview, schaut es euch an, steht, glaube ich, bestimmt noch bei YouTube. Ja. So. Und der hat das wunderbar beschrieben, wie er im Endeffekt auf einmal diese riesen Events, Speaker-Events, dürften nicht mehr stattfinden. Und er hat jetzt spannenderweise einen ähnlichen Weg gemacht wie Tina. Der hat nämlich gedacht, was können wir noch außer geile Events veranstalten? Wir können nämlich noch richtig geil vermarkten. Und der ja auch in dieser Zeit geschafft hat, den ungefähr gleichen Umsatz zu machen, wie sie vorher mit Events, Ertrag zumindest, wie mit Events dann nachher eben mit Social Media Marketing und überhaupt als Marketingagentur dann aufzutreten. Also was sind, wenn Zielgruppe wegfällt, die Möglichkeit meiner Produktwelt fällt und so weiter, was bleibt übrig? Das sind meine Kompetenzen und meine Ressourcen. Vielleicht auch Netzwerk und was auch immer. Und gucken, was kann ich denn damit weitermachen? Und das ist ein bisschen out of the box und das hilft halt eben auch, mit anderen Leuten dann vielleicht auch mal drüber zu sprechen und nachzudenken. Wie Tina das eben wundervoll erwähnt hat, wie ihr Freund sie dann auch immer wieder da noch bestärkt und mal auf die wieder mal neu aufstellt, mit neu aufstellt. Ja, ich glaube, Danny und Robin sind echt ein schönes Beispiel, weil wir waren ja auch so gut aufgestellt, so fokussiert auf ihr Riesenevent, ja. 5000 Leute in Wiesbaden, ja. Eigentlich stand ja schon alles und dann kam Corona und da musste man echt auch ganz schnell handeln, weil natürlich auch die Kosten jetzt nicht einfach weggehen. Was können wir denn noch machen, wenn es darum geht, uns nochmal lean aufzustellen? Einnahmen verändern ist ja eine Sache, aber nochmal auf Kosten auch gucken. Hast du da noch ein, zwei Ideen für uns, wie wir da schneller was verändern könnten? Also die Idee ist, und das passt ja jetzt momentan auch in die Zeit und in das, wie sich Unternehmen aufstellen, dass ich eigentlich nur noch wirklich an Fixkosten, weil die Kosten killen mich dann im Endeffekt, wenn die Einnahmen wegfallen. So, wenn ein Produkt nicht mehr gefragt ist oder was auch immer, das killen mich die Kosten und das oftmals ganz schnell. Übrigens auch ein Punkt, manchmal ist es auch wichtig, schnell eine Vollbremse hinzulegen, weil bei Krisenberatung habe ich immer wieder gesehen,
Schulden haben sich oftmals am Schluss die letzten Monate dann aufgebaut, wenn man zu lange durchgehalten hat. So, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt, bin an deiner Frage jetzt vorbei. Was hast du nochmal gefragt? Die Frage war, was können wir tun, um die Ausgaben schnell zu reduzieren? Genau. Also wirklich kann ich mich nicht selbst zu viel Struktur aufbauen, sondern was kann ich eben an Services einkaufen? Was kann ich nutzen? Keine Ahnung, wenn ihr jetzt einen Online-Versand macht, und dann könnt ihr jetzt auch dann jemanden für den Versand einstellen, der dann die Pakete packt und versendet und alles, dann habt ihr Fixkosten auf der Payroll. Oder ihr könnt auch einen Fulfillment-Service beauftragen. Vielleicht kostet der sogar ein bisschen mehr, aber gut, das ist eine Verhandlungssache, aber ich würde eher einen Fulfiller nehmen, bevor ich mir jemanden einstelle zum Beispiel. Also so einen Vertrag mit einem Fulfiller kann ich schnell kündigen oder ich beauftrage einfach nicht mehr. Und eben, wenn ich jemanden angestellt habe und es gilt das deutsche Kündigungsschutzrecht und dann habe ich schon wieder vielleicht ein Problem, diese Kosten schnell reduzieren zu können. Also welche Kosten kann ich schnell abbauen, einzeln mal überprüfen, das wäre jetzt so ein Tipp. Super Tipp, danke schön. Jochen, wir haben ein tolles Kommentar bekommen und zwar von Sibylle, dass sie seit 12 Jahren selbstständig ist und aber auch eine große Leidenschaft für Sport hatte und dann kam ausgerechnet Corona. Wo sie auch sagt, Zauberwort-Adaption ist das Wichtigste, um mit den Einschränkungen auch wirklich klarzukommen. Tolles Beispiel, ja, weil da kann man nicht so viel machen, aber zu gucken, wie geht es aber dann zukünftig weiter, ist, glaube ich, so ein wichtiges Stichwort. Jochen, wir waren vorhin beim Thema Lean Startup oder Lean Development. Wenn jemand das vielleicht noch gar nicht gehört hat und es so was ganz Neues ist, kannst du es uns nochmal erklären, so was heißt es denn wirklich, schlank zu starten, klein zu starten und schnell auch ins Umsetzen und schnell in das Testen zu gehen? Also Lean Startup hat so diese klassischen 3 Phasen, Build, Measure und Learn. Das heißt, bau einen Prototypen, möglichst schlank, messe, also wie gut der ankommt, befrage deine Kunden, keine Ahnung, beobachte, was auch immer und lerne daraus und lerne den besser zu machen. Und bau den so schlank, dass du nicht noch 5 Zusatzfunktionen dran baust, die du vielleicht gar nicht brauchst, sondern befrag lieber die Leute. Also stell für den Prototypen vielleicht auch Hypothesen auf. Zum Beispiel, meine Kunden hätten gern das Feature oder jenes oder überhaupt. Und bevor du die Feature baust, befragst du erstmal 10 oder 20 potenzielle Kunden, ob sie dieses Feature haben möchten. Also wirklich möglichst schnelle Lernzyklen. Ja, wir haben es bei Tina gesehen. Tina hat gesagt, okay, sie hat Erfahrung mit Instagram, sie hat Erfahrung mit Webseiten und Bildern. Und dann war natürlich ihr Minimalprodukt, war auch dann dieser Account, die Webseite etc. Aber wenn man vielleicht noch nicht so fit drin ist oder selbst nicht der Experte ist für Fotografie und Webseiten, brauchst du dann immer schon eine Webseite oder können wir auch neue Services, neue Angebote ohne Webseite launchen? Ja, natürlich. Also jetzt... je nachdem, in welchem Bereich. Wenn ich jetzt das Beispiel gerade auch mit Fitnesstraining nehme zum Beispiel, dann brauchst du vielleicht einen Insta-Account oder eine Facebook-Unternehmensseite oder jemand anderes einen LinkedIn-Account und fertig und dann raus damit. Also Tina hat ja, glaube ich, auch nicht erstmal eine Webseite gebaut und sagt, ich bin jetzt eine Marketingagentur, sondern die ist erstmal ins Netzwerk und hat gefragt, hier, ich kann das und vielleicht noch irgendwo maximal einen kleinen PDF-Flyer oder sowas gebaut und dann wahrscheinlich gefragt, oder? Also korrigiere mich, Tina. Erstmal Audio anmachen. Nee, stimmt. Also auch ich habe nicht sofort eine Webseite gehabt. Habe dann relativ schnell, bei mir ist halt auch der Vorteil, dass ich halt Fotos habe gleich zum Füllen. Die habe ich dann genommen, habe mir noch eine Business-Seite gemacht. Also im Endeffekt habe ich jetzt 3 Webseiten, was auch ein bisschen zur Verwirrung führen kann. Also zu viel ist manchmal auch nicht gut. Aber nein, ich denke auch, das ist nichts, was man unbedingt braucht, um etwas zu starten. Super. Ja, weil man sieht dann so, was die anderen machen und dann kann man sehr schnell denken, okay, so muss es gemacht werden und das ist jetzt sozusagen auf der To-Do-Liste und dass es nicht immer so sein muss, ist auch so wichtig, wenn wir wieder bei dieser Offenheit und bei dieser Flexibilität sind. Ja, also ich habe dann immer, ich sage dann auch bewusst, wenn ihr was Neues macht oder neu an den Start geht mit einem Business oder mit einem anderen Business, seid bewusst unperfekt. Perfektionismus ist ein Killer, der killt Geschwindigkeit. Und ihr habt am Anfang Welpenschutz. Ihr könnt rausgehen und sagen, hier, ich teste das auch gerade noch. Vielleicht im Umfeld auch mit Leuten, potenziellen Kunden, Netzwerk, die euch wohlgesonnen sind. Dann erwartet keiner, dass ihr perfekt seid. Also später, wenn jetzt Tina auf jemanden zugeht, den sie nicht kennt und einfach klassische Akquise macht, dann erwarte ich schon eine perfekte Website, wenn ich da drauf gucke. Aber wenn ich sie schon vorher gekannt habe und weiß, was sie kann, dann ist das keine Notwendigkeit. Mhm.
So, also erstmal unperfekt, aber schnell raus und gucken, kommt das an und gibt es eine Nachfrage. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, die größte Hürde sind wir selbst, dass wir uns das einfach gut managen dürfen in dieser Adaption, in dieser Veränderung auch.